Moin Leute, die Firma Polar Knights hat vor kurzem einen relativ spannenden thermischen Energiespeicher vorgestellt und es gab zu dem Speicher echt mehrere Berichte, gerade auf YouTube, wo Aussagen kamen wie 99% Wirkungsgrad und 100 mal billiger als Lithium-Ionen-Batterien. Und haben wir uns natürlich gefragt, kann das wirklich sein? Und Dr. Christian Scharoun und Physikprofessor Hundhausen, wir haben da relativ große Zweifel an diesen Aussagen. Auch wenn wir die Idee an sich ganz cool finden. Wir versuchen euch heute das zu erklären, warum das so ist, also warum wir diese Zweifel haben und was wirklich dran ist an diesen Werten und was eigentlich damit geplant ist mit diesem Speicher und wie der überhaupt zu bewerten ist. Denn es ist gar nicht mal so neu, wie man eigentlich denkt. Also die grundlegende Idee ist relativ spannend, aber die ist weiß Gott nicht neu und ist geht im Prinzip eigentlich darum, wie man überschüssige Energie von fluktuierenden Stromgeneratoren, wie jetzt zum Beispiel Solarkraftwerke, also Photovoltaik oder Windkraft speichern kann und das möglichst effizient und groß. Da wir den Großteil unserer Energie zum Heizen verwenden, also für Wärme, liegt es natürlich nahe bei Überschüssen, also bei Stromüberschüssen, diese in Wärme umzuwandeln und diese zu speichern dann. Das Speichermedium ist in diesem Fall dann irgendwie einfach ein großes, gut gedämmtes Silo gefüllt mit Sand. Ja, und den Sand erwärme ich dann. Also der wird durch den Strom erhitzt und die gespeicherte Energie, also die Wärme, kann ich dann später bei Bedarf über ein Wärmenetzwerk an die Haushalte weitergeben. Das ist eigentlich die ganze Idee. Hier gehen die Ungenauigkeiten bei vielen der YouTube-Berichte aber schon los, ja. Denn der Speicher ist nicht für die Speicherung von elektrischer Energie gedacht, so wie der Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien zum Beispiel nahelegt, sondern wirklich nur für Wärme. Also dafür ist er halt auch da. Und die Speicherung von elektrischer Energie wäre mit dem Polar Knights System eigentlich nur sehr schwer umsetzbar und wenn, dann sogar nur sehr effizient. Es gibt auch thermoelektrische Speicher, die Energie in Form von Wärme speichern und dann wieder zurückwandeln in elektrische Energie. Das ist relativ kompliziert, könnt ihr euch vorstellen. Ich habe da auch schon mal ein System vom MIT vorgestellt, woran genau jetzt momentan geforscht wird und was genau das tun soll. Und das tut es auch sehr effizient. Das hat aber mit dieser vorgestellten Art des Speichers, also diesen Polar Knights, fast überhaupt nichts zu tun. Ja, hier ergeben sich ganz, ganz andere Anforderungen an das Speichermedium. Also zum Beispiel brauche ich da viel höhere Temperaturen, um irgendwie Infrarotstrahlung ordentlich hinzubekommen. Ich brauche ein sehr großes System und so weiter. Das sind ganz, ganz andere Anforderungen. Naja, und noch was, ist die Idee wirklich so neu? Nein, das ist überhaupt nichts Neues. Das Ganze nennt sich einfach Power to Heat und es ist eigentlich ein total alter Hut. In Deutschland stehen sogar schon an circa 35 Standorten ähnliche Anlagen, die wunderbar funktionieren, wie zum Beispiel diese hier. Ja, und eine Nachtspeicherheizung ist im Prinzip auch ein Power-to-Heat-Verfahren. Das ist eigentlich auch nichts anderes. Hundertmal billiger als Lithium-Ionen. Mit dieser Aussage gibt es tatsächlich mehrere Probleme. Das erste ist, naja, ganz flapsig gesagt, das eine ist ein Stromspeicher und das andere ist ein Wärmespeicher. Das ist halt einfach nicht dasselbe, ne? Zum Beispiel werden größere Lithium-Ionen-Batterien zukünftig eher dafür verwendet, den überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien zu puffern und so ein spitzenlastfähiges Stromkraftwerk zu realisieren. Das heißt, irgendwie, wenn da nochmal Spitzenlasten kommen oder sowas, dann kann ich mit den Batterien richtig reindrücken und das schnell und effizient. Zum Speichern von wirklich sehr großen Energiemengen, also auch gerade für saisonale Speicher, das heißt, wo ich über mehrere Monate irgendwie Energie shiften muss, dafür sind die Akkus, die wir später haben werden, eigentlich gar nicht direkt vorgesehen. Ja, dafür werden eher so Wasserstoff-Elektrolyseure, also ich mache dann mit überschüssigem Strom zum Beispiel Wasserstoff oder irgendein anderes Gas und das kann ich relativ lange speichern und dann im Bedarf wieder verwenden und das zum Beispiel auch direkt als Wärme umsetzen, wenn ich es dann benötige. Natürlich kann ich diese Energieform nicht einfach so unterscheiden, also ich kann jetzt nicht so super strikt trennen, das geht natürlich nicht, aber die Mengen, die benötigt werden für Wärme, die werden mit Akkus ganz einfach nur schwer realisierbar sein, deswegen macht so eine Trennung da schon irgendwo Sinn, damit man das so ein bisschen verstehen kann. Ganz am Ende läuft es eigentlich sowieso darauf hinaus, dass wir irgendwie alles brauchen werden, ja, also unterm Strich wird es wohl so sein, dass die Mischung es machen wird und alles hat irgendwie seine Daseinsberechtigung. In welcher Form und wie viel und wie stark und so weiter, das wissen wir natürlich noch nicht so genau. Also dafür gibt es Modellrechnungen, aber das ist gar nicht so leicht vorherzusagen. Und selbst wenn man das alles ignoriert, ja, dann stimmt nicht mal der Faktor 100, das ist Blödsinn. Okay, machen wir trotzdem nochmal den Vergleich zu Stromspeichern und schauen uns mal die Kosten vergleichbarer Systeme an. Der Hersteller Polar Knight gibt kleiner 10 Euro pro Kilowattstunde an Kosten an für seinen Speicher. Nehmen wir einfach mal die 10 Euro und vergleichen das mit den herkömmlichen Stromspeichern und auch dem thermoelektrischen Speicher des MIT. Hier gibt es nämlich tatsächlich auch erste Schätzungen, was das vermutlich irgendwann kosten wird, wenn es denn kommt. Das Ganze ist mit Tax gekennzeichnet. Okay, Lithium-Ionen-Akkus seht ihr, liegen hier irgendwo bei 100 bis 150 Euro die Kilowattstunde.
Bei diesen Größenordnungen und bei 10 Euro die Kilowattstunde wären das dann wohl eher der Faktor 10 bis 15 und nicht 100. Und nochmal, das eine ist ein Wärmespeicher und das andere ist ein Stromspeicher. Das ist ein bisschen was anderes. Also auch von der Technik ist es komplexer. Ein wärmebasierter Stromspeicher oder thermoelektrischer Speicher wäre das erwähnte Tech-System des MIT und das läge bei grob 20 Euro die Kilowattstunde. Wobei auch das natürlich nur eine Schätzung darstellt, da dieses System einfach noch nicht existiert. Aber es hilft ein bisschen, die Größenordnung einzuschätzen. Inwiefern dann diese 10 Euro pro Kilowattstunde überhaupt realistisch sind, ist auch schwer zu sagen. Ja, und jetzt kommt natürlich noch eine total wesentliche Frage, das ist dieser Wirkungsgrad. Und da ist es ja so ein bisschen, dass der ganz stark von der Wärmedämmung abhängt. Ja? Und wie genau das ist und was man da eigentlich überhaupt realistisch erwarten kann, das wird euch jetzt Dr. Christian Scharun erzählen. Also leg los. Wärme kann man nur sehr, sehr schlecht speichern. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel auch von der Dämmung. Denn das ist wirklich nicht so einfach. Aber natürlich auch vom Zeitraum, über den wir speichern wollen und auch von der Größe des Speichers. Denn die Wärmeverluste hängen hauptsächlich von der Oberfläche ab und die Speichermenge vom Volumen. Das Volumen steigt kubisch und die Oberfläche quadratisch. Oder einfach gesagt, je größer, desto effizienter. Der hier gezeigte Speicher soll die Energie auch gar nicht so lange speichern, sondern unter anderem auch dafür da sein, um Fluktuationen der erneuerbaren Energien auszugleichen. Das halten Andreas und ich auch für durchaus realistisch. Dennoch spricht der Hersteller immer wieder davon, dass Wärme auch über viele Monate mit 99%iger Effizienz gespeichert werden kann. Schauen wir uns also mal an, wie gut man diesen Sandspeicher isolieren müsste, um diese 100 Tonnen Sand über 3 Monate mit so einer hohen Effizienz wirklich speichern zu können. Und dann werden wir sehen, dass das nahezu ein Ding der Unmöglichkeit ist. Dabei schauen wir uns den sogenannten Wärmedurchgangskoeffizienten oder auch U-Wert an. Dieser gibt an, wie viel Wärmeleistung durch ein Material fließt und hängt dabei auch von der Temperaturdifferenz ab, die zwischen den beiden Seiten herrscht. Die sehr gut gedämmte Wand eines Passivhauses zum Beispiel hat einen U-Wert von 0,15. Eine 25 cm dicke Stahlbetonwand hat einen U-Wert von etwa 9. Das Prinzip wird also schon ganz gut klar. Rechnen wir also mal aus, wie der U-Wert oder eben Wärmedurchgangskoeffizient der Wand unseres Sandspeichers sein müsste. Wir nehmen mal an, dass der Speicher innerhalb von 3 Monaten von 600 Grad Celsius auf 597 Grad Celsius abkühlt, also eine Effizienz über diese Zeit von 99% aufweist. Für unsere 100 Tonnen Sand ergibt das eine Leistung von etwa 80 Watt über diese 3 Monate. Bei einer Oberfläche von etwa 100 Quadratmetern bedeutet das also 0,8 Watt pro Quadratmeter Wärmeverlust. Und mit einem Temperaturunterschied von etwa 550 Kelvin zwischen Innen und Außen wären wir dann beim U-Wert von 0,0015 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Also Faktor 100 besser als beim Passivhaus. Bei ähnlich guten Dämmeigenschaften müssten die Wände unseres Sandspeichers also über 10 Meter dick sein, damit so ein U-Wert überhaupt möglich ist. Und das ist am Ende einfach weder wirtschaftlich noch realistisch. Wenn euch Inhalte zu Klima, Energie und vielen weiteren Themen, die damit zusammenhängen, interessieren, dann schaut doch gerne auch mal auf meinem Kanal. Time is up vorbei. Ich freue mich auf euch.